Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Meine Fraktion hat sich immer und eindeutig gegen jeden Antisemitismus in jeder Form ausgesprochen. Der Antisemitismus ist gerade in Deutschland besonders wichtig. Er ist eine bedeutende Wurzel des deutschen Faschismus. Die üblichen Kampagnen der NSDAP, aber auch breiterer Kreise von Antisemiten, kauft nicht bei Juden, leiteten die Kristallnacht 1938 und die Vernichtung der Juden in Deutschland die Shoah ein. Dabei war und ist uns immer besonders wichtig gewesen, auch in Erinnerungskultur deutlich zu sagen, dass dieser Antisemitismus leider nicht nur in wenigen Kreisen, sondern in weiten Kreisen der Bevölkerung auch verbreitet war und dementsprechend eine sehr lebendige Erinnerungskultur in Deutschland notwendig ist und wir sie, finde ich, in Hamburg auch aufgebaut haben, die hoffentlich einen wesentlichen Beitrag dafür leisten kann, dass Ähnliches sich nie wiederholt. Im Angesicht dieser Erfahrungen möchte ich aber auch deutlich herausstellen, dass ich die Boykottbewegung BDS nicht als antisemitisch bezeichnen kann. Sie ist vielmehr eine Kampagne gegen eine Politik der israelischen Regierung, die die Rechte der palästinensischen Bevölkerung vor allem in den besetzten Gebieten unterdrückt. Ein Beispiel hat eben Herr Tjax, finde ich, richtig herausgehoben, wo das eben auch eben deutlich war an der Haltung der deutschen Regierung. Und es gibt diverse Resolutionen der UNO in den letzten Jahrzehnten, die das klar und deutlich ausdrücken und die von der israelischen Regierung völlig und überhaupt nicht berücksichtigt werden. Und das Wichtige ist, warum es nicht antisemitisch ist, ist einfach der wichtige Unterschied, dass eben nicht Juden oder andere Menschen wegen ihres Blutes, wegen ihrer Abstammung oder ihrer Religion angegriffen werden von dieser Kampagne. Das ist auch anders, als Sie, Herr Tjax, behauptet werden. Die greifen nicht das jüdische Leben an. Das ist auch der, finde ich, markante Unterschied zum Rassismus, wie wir ihn, finde ich, hier in der Bürgerschaft manchmal im Zusammenhang mit der Islamophobie mittlerweile wieder spüren können, oder mit dem Antisemitismus. Dementsprechend ist es auch so, dass viele Menschen mit jüdischen Wurzeln ein Teil dieser BDS-Kampagne sind. Damit will ich aber überhaupt nicht ausdrücken, und wir werden dementsprechend auch ein Teil des Antrages von Rot-Grün unterstützen, dass die Boykottbewegung eine richtige Antwort wäre auf die Unterdrückung in Israel. Vielmehr halte ich gerade in Deutschland und in Hamburg einen intensiven und kräftigen Austausch mit Israel für wichtig, gerade auch angesichts der antisemitischen Geschichte in unserem Land. Ich finde aber die Situation von Farid Isaak als südafrikanischen Wissenschaftler ist eine andere. Er hat diese Wurzeln nicht. Er ist, wenn man sich mit ihm beschäftigt, sehr deutlich festzustellen, dass er einer der wichtigen kritischen Muslime ist, die gegen AIDS gekämpft haben, die von Nelson Mandela als Gleichberechtigungssenator, also Minister, eingesetzt worden ist, der seine Erfahrung mit Südafrika hat, wo man in der Lage war, mit einer Boykottbewegung, eins der rassistischsten Regime in diesem Land, in dieser Welt praktisch, zu Fall zu bringen und aufgrund dessen meint, dass die Boykottbewegung etwas Positives war. Daher will ich einfach feststellen, dass er eben auch ein streitbarer wissenschaftlicher Kämpfer gegen Kolonialismus, Rassismus und religiöse Beschränktheit ist. Und es wäre ein Dilemma und ein Fehler, wenn so jemand nicht wieder in dieser Stadt lehren könnte. Daher kann ich eine Positionierung akzeptieren, die sagen würde, so etwas ist es schwer auszuhalten. Ich finde auch, politisch würde ich das nicht unterstützen, was er sagt. Aber ich finde, wissenschaftlich muss man das aushalten können. Und ich will Ihnen auch deutlich sagen, wenn Sie auf die Idee kommen, Menschen, die BDS unterstützen, nicht mehr in diese Stadt reinzulassen und zu sagen, die dürfen nicht mehr lehren, dann will ich Ihnen sagen, welche Menschen Sie damit in der Tendenz ausschließen würden. Judith Butler, Naomi Klein oder Stephen Hawking zum Beispiel, der Physiker, den Sie wahrscheinlich alle kennen und schätzen. Alle diese unterstützen die BDS-Bewegung und dementsprechend sollten Sie sich kritisch überlegen, ob dieser Punkt das Richtige ist,
auch wenn ich verstehe, dass sie ein bisschen in die Ecke getrieben worden ist durch die Kampagne von der CDU. Danke.